Demonstration für Menschenrechte, gegen die Verfolgung von Christen und gegen die Todesstrafe. An einem Einzelfall Pastor Nadakandi deutlich gemacht, der zum Christentum in jungen Jahren seines Lebens übergetreten ist und jetzt deswegen mit der Todesstrafe bedroht wird und im Iran im Gefängnis ist. Und die Demonstranten wollen deutlich machen, dass dieses mit ihrer Menschenwürde, mit ihrer Auffassung von Demokratie, Freiheit, aber auch Individualität nicht vereinbar ist.